Herzlich willkommen zurück und gute Nachrichten. Unser neues Algenöl ist wieder da in pharmazeutischer Qualität mit aktueller Analyse. Und wieso ich persönlich darauf so Wert lege, zeige ich euch anhand von Goldstandardstudien in diesem Video, sodass du dir deine eigene Meinung darüber bilden kannst. Wichtig, achtet immer darauf, dass ein unabhängiges Analysezertifikat dabei ist mit Unterschrift des Labors. Sowie Schwermetalle, Erreger, Pestizide und der Gehalt muss gemessen sein. Ja? Und das ganz wichtig, mit einem aktuellen Datum versehen wird. Denn viele Analysezertifikate sind einfach abgelaufen. Ja? Von daher an, ich kenne keinen Hersteller, der das sonst liefert. Ja? Aber kommen wir zu der Basis. Es gibt verschiedene Fettsäuren mit verschiedenen Funktionen. Einige durchlaufen Veredelungsprozesse bei uns im Organismus und haben deshalb eine höhere physiologische Bedeutung für uns als andere. Omega-3-Fettsäuren. Dazu zählen die Omega-3-Fettsäuren. Diese seht ihr einmal hier abgebildet. DHA ist die längste Omega-3-Fettsäure, ja? So, mit 22 Kohlenstoffatomen, ja? Wohingegen EPA mit nur 20 Kohlenstoffatomen weniger hat und Omega-3-ALA, also Alpha-Linolensäure, die Vorstufe, die auch im Leinsamen oder Chiasamen zu finden ist, nur 18 Kohlenstoffatome aufweist. Die Umwandlungsrate von der Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure, das heißt ALA, zu den langkettigen Fettsäuren EPA und DHA ist unterschiedlich. Bei Frauen zwischen 21 und 9% und bei jungen Männern nur 8% bei EPA und sogar 0 bis 4% bei DHA. Den Umwandlungsweg mit allen den dazugehörigen Enzymen seht ihr einmal hier abgebildet. Es gibt auch Hinweise in zahlreichen Studien dazu gleich mehr, dass die Supplementation oder die Aufnahme von ALA, das heißt der Vorstufe Alpha-Linolensäure, das DHA nicht oder nur minimal steigen lässt. Das Problem unserer Ernährung ist, dass wir so gut wie immer mehr Omega-6 zu uns nehmen als Omega-3. Wenn wir nicht extrem viel Leinsamen oder Chiasamen essen, ja, die aber nicht in großen Mengen sowieso verzehrt werden dürfen, halt, ja. Delta-5 und Delta-6, die Saturase, ist ebenfalls ein Enzym, ja, der Omega-6-Fettsäure. Die ist für die Umwandlung benötigt zu Arachidonsäure, das ist Omega-6, und Entzündungsinduzierer ist bei uns im Körper. Wir sehen hier schön dargestellt, wie gleich der Vorgang doch ist, ja, und wie fatal das auch gleichzeitig für uns ist, von Omega-3 zu Omega-6, ja, die nutzen beide das gleiche Enzymsystem. Ein verschobenes Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis hat Entzündungen und Co. zur Folge, dazu gleich mehr. Eicosanoide sind die Stoffe, die aus der Omega-3- und Omega-6-Fettsäure hergestellt werden. Diese Eicosanoide sind an mehreren physiologischen Wirkungen beteiligt bei uns im Körper, darunter entzündungsfördernd oder hemmend. Eigenschaften wie Thrombosenaggregation fördernd oder hemmend. Ja, das ist wichtig bei Thrombosen zum Beispiel, halt, ja, die man bekommt. Also auch Schlaganfälle und so weiter. Ja. Gefäßerweiternd oder gefäßverengend. Ja. Immunologisch aktiv, ja, oder zellwachstumsaktiv, ja, und so weiter und so fort. Es gibt hier verschiedene Unterschiede. Ja, das macht auch Sinn, Patrick. Doch das Problem ist, bei zu viel Omega-6, wie schon gesagt, überwiegt der entzündungsfördernde Prozess, die Blutplättchen und damit die Thrombosegefahr steigt, Gefäße verengern sich und damit steigt auch der Blutdruck, sowie das Zellwachstum wird verändert. Die Umwandlung kann weiter eingeschränkt werden bei einem niedrigen Insulinspiegel, das heißt zum Beispiel Diabetes Typ 1, oder Proteinspiegel niedrigen oder niedrige Werte von Eisen, Kupfer, Magnesium, Zink. Denn das Enzym der Saturase ist abhängig von diesen Faktoren, welche die Umwandlung vornimmt. Des Weiteren solltet ihr unverarbeitete Lebensmittel essen, denn Transfette, die wir übrigens ebenfalls getestet haben, ja, inhibieren nämlich ebenfalls die Desaturase des Omega-3-Fettsäure-Umwandlungsprozesses, ja, von ALA, das heißt der Vorstufe von Omega-3 zu EPA zu DHA. Ja. Das habe ich ebenfalls in der Publikation für euch gefunden. DHA hat einen besonderen Stellenwert, denn der Körper baut es in die roten Blutkörperchen ein, die Erythrozyten. Diese transportieren den Sauerstoff und machen über 90% unserer gesamten Blutzellen aus. Daher sind die besonders wichtig. Studien zeigen, dass Kinder, die von Veganern gestillt worden sind, einen DHA-Wert, der Omega-3-Fettsäure, ja, in der Erythrozytenmembran aufwiesen, circa von 1,9%, hingegen 6,4% bei Omnivoren. In Anbetracht der Tatsache, dass Pflanzen bis auf bestimmte Algen kein DHA beinhalten, nur tierische Produkte und vegan lebende Menschen nur die Vorstufe Alpha-Linolensäure aufnehmen, muss angenommen werden, dass der Körper keine ausreichende Funktion hat, diese in suffizientem Maße quasi umzuwandeln. Dies werde ich gleich noch kausalisieren in verschiedenen anderen Studien.
Das ist ein klares Indiz, dass Menschen, die nicht supplementieren oder nicht tierische Produkte konsumieren und damit diese Omega-3-Fettsäuren nicht aufnehmen, Nachteile haben gegenüber Menschen, die dies tun. Denn die EDAA entscheidet über die Fließfähigkeit deines Blutes. Es macht die Zellmembran fluide, so dass das Blut besser durch den Körper fließen kann und kleinere Kapillare dadurch erreicht werden. Die stellt die wichtigste Funktion im Organismus Mensch dar. Denn Sauerstoff ist das wichtigste Element im menschlichen Körper, da sonst die Atmungskette nicht funktionieren würde in den Mitochondrien, das heißt in den Kraftwerken der Zelle. Wenn dies nicht funktionieren würde, wären wir immer noch Bakterien. Ja? Erst die Inklusion von atomaren Sauerstoff in den Stoffwechsel machte höheres Leben überhaupt auf dem Planeten Erde möglich. Insbesondere die Omega-3-Fettsäure DHA und die Omega-6-Fettsäure Arachidonsäure, beide essentielle Fettsäuren, die nur sehr ineffizient aus kurzkettigen Vorläufern aus der Nahrung Alpha-Linolensäure bzw. Linolensäure synthetisiert werden können, werden am besten vorgebildet aus der Nahrung aufgenommen. Diese kommen in sehr großen Mengen im Hirn vor und spielen dort eine entscheidende Rolle bei der kognitiven Fähigkeit und der Hirnalterung. Vielleicht sollte im Bundestag eher DHA gegeben werden als Wasser, denn diese haben es anscheinend bitter nötig, wenn ich mir das momentan so ansehe. Um euch nochmal klarzumachen, wie wichtig, ja, 10-20% der gesamten Trockenmasse des Hirns besteht aus DHA. Oder unsere Netzhaut, Retina, im Auge besteht zu 25% aus DHA. Aber auch schon im Kindesalter geht es los. Eine Studie von Judge et al. Dodd ergab, dass Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft eine DHA-Ergänzung eingenommen hatten, Anzahl hier 29, im Alter von 9 Monaten signifikant verbesserte Problemlösungsfähigkeiten aufwiesen als Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft keine DHA-Ergänzung eingenommen hatten. Es gibt auch sehr gute wissenschaftliche Belege aus der Meta-Analyse aus 20 randomisierten Kontrollstudien, also Goldstandardstudien. Dort sehen wir, dass die Supplementation bei Menschen, aber vor allem bei Menschen mit Abnormalitäten, noch stärkere Ergebnisse liefert. Der CRP-Wert, das heißt der Entzündungswert, ja, C-reaktive Protein, wird signifikant durch EPA wie auch DHA gesenkt, sowie der diastolische Blutdruck statistisch signifikant gesenkt wird. Auch im Jahre 2020 eine Cochrane-Meta-Analyse aus vielen Studien, also die von Wissenschaftlern aus den Themenbereichen gegengeprüft wurden, also peer-reviewed wurden und damit den kritischsten Beurteilungen überhaupt unterlagen. Diese kam zu folgender Beurteilung. Diese Beurteilung der Datenlage wird als mäßig oder noch nicht ganz gesichert deklariert, doch es zeichnet sich ein Trend ab, welcher zu der Konklusion kommt, dass es das koronare Herzerkrankungsrisiko und koronare Ereignisse allgemein leicht verringert und die Triglyceride senkt. Diese Ergebnisse kamen aus der Supplementationsstudienreihe. Aber auch die Omega-3-Fettsäure ALA senkte das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse und Herzrhythmusstörungen. Das muss jetzt jeder für sich entscheiden, da die Datenlage noch unsicher aufgezeigt wird. Da sich aber ein leichter Trend abzeichnet, ist es für mich persönlich eine klare Angelegenheit, wenn ich dem entgegenwirken kann. Auch wenn nur leicht, woran die meisten Menschen auf dem Planeten Erde gestorben sind, gerade sterben und sterben werden, dann bin ich mir das wert, ja, dies zu versuchen. Ja. So, viele verfolgen die Annahme, dass die Substitution von Chia- und Leinsamen oder die Öle davon zu einer suffizienten Versorgung von DHA führt. Dies ist aber leider ein Trugschluss. Daher sollte jedem klar sein, dass hier Additionsreaktionen vonstatten gehen, über die unser Organismus nur sehr begrenzt Verfügung hat. Das zeige ich euch jetzt in der folgenden Publikation oder in Publikationen. Eine Meta-Analyse aus 10 randomisierten Kontrollstudien, also Goldstandard, zur Supplementation von Chiasamen aus dem Royal Society of Chemistry kam zu folgendem Ergebnis. Es erhöhte mal die EPA-Konzentration, mal nicht, aber senkte sogar die DHA-Konzentration bzw. erhöhte sie gar nicht. Da der zweitbeliebteste Samen Leinsamen sind, mache ich den gleich mit. Und dies zu evaluieren, habe ich eine randomisierte Kontrollstudie, also Goldstandard, mit einer beachtlichen Teilnehmerschaft herangezogen von 303 Frauen. Wir sehen, dass auch hier die längste Omega-3-Fettsäure DHA nicht gestiegen ist durch die 14-tägige Gabe von Leinsamen. Andere aber schon. Es gab noch eine dritte Goldstandardstudie mit exakt dem gleichen Trend über 4 Wochen. Es kam zu einem statistisch signifikanten Anstieg von EPA, nicht aber von DHA.
Und ich habe noch eine weitere Studie gefunden, ebenfalls Goldstandard, wo Leinsamen gegeben wurden. So. Auch hier sehen wir exakt den gleichen Trend. Alle Fettsäuren stiegen, DHA aber nicht signifikant. Und zuletzt noch mal eine hier in einer Ernährungsstudie, wo viel von der Vorstufe Omega-3 verzehrt wurde, kam es zu keinem signifikanten Anstieg von DHA und EPA. Das sind alle Studien im Netz, im Goldstandardformat, die es dazu überhaupt nur gibt. Die zeigen alle einen Trend. Es ist immer derselbe Trend. Ich denke, hier kann man klar von einem kausalen Zusammenhang sprechen, dass in so vielen Goldstandardstudien der DHA-Gehalt trotz dem Verzehr von Omega-3, Leinen, Chia nicht stieg. Mit dieser Information entlasse ich euch jetzt, sodass ihr selbst entscheiden könnt, ob es für euch Sinn macht oder halt eben nicht. Da ich es für sinnvoll erachte, biete ich auch das Omega-3-Algenöl an, ja, mit meines Erachtens höchstens Konzentration am Markt. Dies wurde im Labor auch bestätigt. Ja. Wir sind meines Erachtens auch die einzigen mit unabhängigen Analysezertifikat, ja, mit Unterschrift auch, das aktuell ist, ja, wie Erreger, Schwermetalle, Pestizide und Transfette, alles getestet worden ist. Ja, und ebenfalls noch der Wirkstoffgehalt verifiziert wurde halt, ja. Sehr gerne auch zum sehr attraktiven Preis auf purazell.de. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wem das interessiert. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Würde mich sehr über deinen Kommentar und deine Meinung freuen. Und das Liken nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis gleich auf purazell.de. Dankeschön für deinen Support.